As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist nach wie vor Martin und wir sind, wenn mich gerade nicht alles täuscht, mittlerweile bei der 7. Folge. Das ist mir jetzt tatsächlich aus dem Gedächtnis entfallen. Irgendwo auf dem Boden liegt's rum, ich sehe es nur nicht. Und wir sind immer noch hier an dieser Wand, hängend, klebend, haben schon unser erstes, oder vielmehr unser nächstes Opfer in Sicht, der da absolut unschuldig nicht, aber unwissend seine Zigarette qualmt, quarzt oder raucht oder was weiß ich. Tja. Und der wird jetzt gleich drauf gehen, ne? Und da sehen wir eine Mülltonne. Er stiehlt schon da drauf, ne? Er kann es kaum erwarten. Na, dann wollen wir ihm dieses Vergnügen gönnen. Wir wollen natürlich keine Aufmerksamkeit erregen. So weit kommt's noch. Wunderbar. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich noch keine Mülltonne übersehen habe. Tja. Und jetzt ist natürlich die Frage mit dem da unten. Ich weiß noch nicht so richtig, wie die Hunde reagieren. Und ich habe die Befürchtung, dass ich das nicht schaffen werde. Weil die Distanz, die der Hund dazu kriegt, die ist doch recht klein. Und mit seinem Sichtfeld und mit seinem Geruchssinn und wie ich immer noch denke, auch mit seinem Gehörsinn, wird er uns erhebliche Probleme bereiten. Darum möchte ich das doch jetzt nicht drauf ankommen lassen. Darüber hinaus muss ich ja nur, wir schauen noch einmal nach, 6 Wachen des Kuriers und 5 Leute in Mülltonnen verfrachten. Da unten ist keine Mülltonne. Und nach einer Wache des Kuriers sieht er mir jetzt auch nicht aus. Das sieht wie jeder andere aus. Da ist die nächste Mülltonne. Da schläft der Hund. Okay. Den wollen wir natürlich nicht aufwecken. Wie viel Geräusch macht das noch einmal, wenn ich jetzt hier hingehe? Möglicherweise zu viel. Nein! Falsche Richtung! Verdammt! Fuck! Okay, die kann man offensichtlich recht schnell erledigen. Bei unseren Zielen ist noch alles klar. Da war ich wieder zu hektisch mit der Maus unterwegs. Mensch, Martin. Mehr Acht geben, mehr Acht geben. Oh, guck mal, die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich gar nicht gesehen. Und das muss ich so krass aufblinken. Reagieren die auch, wenn ich zu nah rangehe? Nein. Okay. Also hier haben wir einen Schacht. Da war gerade ein Geräusch. Der Strom geht natürlich wieder an. Wo ist mein Untertitel? Und nach oben. Hier haben wir eine Tür. Es scheint, als ob das Licht immer wieder an- und ausgeht. Nein, ich möchte doch nur gucken, ob... Och, Mann, hey.
So langsam wird es ein bisschen nervig. Ich möchte doch wissen, ob ich da hochkomme. Ich komme tatsächlich da hoch. Da hinten ist einer. Wie lange bleibt er stehen? Und da haben wir ein flackerndes Licht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, in der letzten Folge, dass mit dem Stromausfall, das wird nicht dabei bleiben, wie wir es damals hatten. Schauen wir mal. Okay, da haben wir eindeutig einen zu viel. Kümmern wir uns erstmal um oben. Da ist schon der Nächste, der auf seine Mülltonne wartet. Warum war der gerade rot gekennzeichnet? Sonst sind die doch weiß. Oh Junge, ich hätte beinahe wieder in die falsche Richtung geklickt. Vielmehr gezogen. Ich hatte nämlich die Maustaste kurzzeitig losgelassen und hatte schon die Befürchtung, dass das wieder nach hinten losgeht. Wir retten uns nach oben. So, wie war das? Unentdeckt und nur diese Wachen. Also keine Lichter diesmal. They're locking the doors. Try to pick the lock. Ah, cool. Okay. Das irritiert mich manchmal echt. Also manchmal scheint das Licht durch und manchmal nicht. Ah, okay, die Tür ist zu. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ah, okay, ich muss nur gedrückt halten. Sensen erst einmal. Da scheint nichts zu sein. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendein kniffliges Rätsel oder so. Ein Minispiel. Oh, okay. Da sind wir schon im nächsten Trakt. Widmen wir uns doch erst dem vorherigen. Neues Ziel, treff dich mit Ora. Das stand aber vorher nicht auf meiner To-Do-Liste. Das da unten steht auf meiner To-Do-Liste. Und bestimmt ist da wieder ein Hund. Nein, da ist kein Hund. Auch gut. Dann holen wir dich. Ob du willst oder nicht, ich komme. Augen zu und durch. Durch die Brust. Na, nicht du. Also, du scheinst hier eventuell sogar einen gewissen Neid an den Tag zu legen, kann das sein? Will er sich doch selber in die Mülltonne legen. Das soll natürlich unentdeckt bleiben. Ob da unten jemand ist? Ich sehe niemanden. Ja, das ist ja schon eine elegante Lösung mit den Schallwellen hier. Das ist ganz nett gemacht. Okay. Und wo ist jetzt die Herausforderung? Übersehe ich irgendwas?
Ich habe was übersehen. Dann machen wir es jetzt gleich. Richtig? Die Frage ist, wo er ist. Okay, da ist er. Na. What? Kommt er jetzt hoch? Och, Menno. Mensch, Leute. Ist euer Ernst? Wo ist er denn jetzt? Ich kann ihn nicht genau ausmachen. Alarm, I guess. Ist korrekt. Da ist er. Oh, Nahaufnahme. Okay. Da haben wir doch gleich die Chance beim Schopf gepackt. Gibt's da hinten noch ein Licht? Da gibt's tatsächlich noch ein Licht. Die Leute hier scheinen sich echt nicht gut zu verstehen. Die missen einander offenbar nicht. Habe ich die jetzt? Ach, Moment. Einen habe ich. Und so nehme ich ihn wieder weg. Du hier noch. Holen wir uns die Punkte. Na. Und mal wieder. Walten wir unseres Amtes und zerren die Leichen. Gekonnt ist eben gekonnt. Der Markt ist groß. Und der Bedarf demnach hoch. So, da unten war nichts mehr, wenn ich mich nicht täusche. Da war nichts. Gut. Nicht, dass da noch etwas wäre, das wir einsammeln können. So, dann sind wir wieder dort, wo wir vorhin waren. Einmal drumherum. Da sind wir einmal entlang. Ich gehe davon aus, dass da nichts mehr war. Nein, dann haben wir das alles. Und dann geht's auch in den nächsten Trakt. Konnte jetzt keinen großen Unterschied feststellen, ob er weiterspringt, wenn ich renne oder nicht. Mülltonnen. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 3 oder 4? Hoffen wir, dass Mülltonnen auch im Gebäude stehen. Und wie diese Kuriere genau aussehen, das weiß ich immer noch nicht. Okay, das ist ein ziemlich großer Radius. Für so eine kleine Lampe. Ich meine, da ist eine ziemlich dicke Wand dazwischen. Hat er mich gerade gesehen? Ich hätte gerne auch solch eine Radiusanzeige von dem hier. Tja, unsere Punktegeilheit bringt uns immer wieder in ziemlich prekäre Situationen.
Wir gehen hier auf Nummer sicher. Und holen uns sogar noch Punkte. Röchel, Röchel. Verstecken können wir ihn offenbar nicht. Na, ich ziehe ihn jetzt aber nicht bis nach da rechts raus. Da schweben wir einfach so in der Luft. Da scheint nichts mehr zu sein. Und da haben wir einen Laser. Und da ist wieder sowas Gelbes. Da habe ich doch gerade einen Schritt gehört. Okay, das geht nicht. Okay. Das wird wohl eine Timing-Sache. Öffnet er die Tür automatisch, wenn ich sie aufschließe? Habe ich gerade nicht in Erinnerung. Nein. Gut. Also schnell rein und schnell wieder raus. Lauf, 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 lauf. These poems tell the story of the mission that made Kisumu alive. Whoa, scheiße. On a starless night, an unkindness of ravens lands along the wall. Tja, da war nicht viel Zeit für die Geschichte. Damit habe ich echt nicht Da habe ich nicht dran gedacht. Da hätte ich die Tür schließen sollen, wäre aber nichtsdestotrotz recht knapp geworden. Ja, offenbar war mein Meister doch nicht so gut. Wenn er mich sogar im ersten Level ihn retten lässt, das ist schon sehr fahrlässig. As long as he has a shield to hide behind, I wouldn't take him head on. Try to get behind him. Or above him. Yo, I heard something from over here. Das könnte vielleicht einer dieser Wächter sein. Da haben wir noch einmal. Jetzt hoffe ich, dass er mich nicht bemerkt. Oh, das ist knapp. Da wird wohl nichts mehr sein. Mann, wir scheinen ja ziemlich weit hoch auf den Dächern zu sein. Ich ziehe mir mal gerade. Ach, das kann ich gar nicht. Kann ich den da nicht runterwerfen? Das ist mir mal sehr suspekt. So. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Noch circa 10 Minuten haben wir, um uns diesen neuen Gegnertyp genauer anzuschauen. Ist das dein Ernst? Das kann ich also auch gleichzeitig machen. So, wir wissen ja, wir haben hier keine Knallkörper mehr.
Wieso habe ich keine Knallkörper mehr? Ich dachte, die hätte ich freigeschaltet. Tja, und wie komme ich jetzt hinter ihn? Ah, okay, ich sehe. Der hat auch ein hat ein kleineres Sichtradius, kann das sein? Was war da gerade gestanden? SV? Wahrscheinlich um hier runterzukommen. Da unten ist noch einer. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den auch so einfach erledigen kann. Ja, ziemlich makaber hier. Was hat denn der da eine Waffe? Ach nein, die liegt auf dem Tisch. Jetzt dachte ich schon, der hätte schon so ein Standgewehr. Und verstecken kann ich die Leute jetzt auch nicht. Das ist nicht so cool. Genau. Das war der Tipp von vorhin. Wir gucken mal, ob wir hier verdammt, da haben wir Raben. Da komme ich nicht unbedingt gegen an. Wahrscheinlich hören die mich schon, wenn ich da hochkomme. Das möchte ich nicht riskieren. Und da haben wir zwei Gegner. Zwei Gegner. Kann ich mich eigentlich von hier auch runterseilen? Nein. Und zack. Wo ist er? Der kommt gerade wieder, okay. Ja, also so gefährlich war der da oben ja jetzt auch nicht. Ich hätte befürchtet, dass er da aus Paranoia-Gründen immer wieder mit seiner Leuchtpistole herumfeuert. Offenbar scheint er im Geiste recht stabil gewesen zu sein. So viel zur psychoanalytischen Betrachtung der Sache. Dich holen wir jetzt ein bisschen zurück. Okay. Du hältst dich da offenbar nicht freiwillig fest. Oder nur ab und zu. Wieso habe ich denn jetzt diese Framerate-Einbrüche? Mein Englisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und unter uns, es war nie was. So. Erledigt. Zwei weitere Leute in die Tonne gekloppt. So, einer fehlt noch. Und wir wissen auch schon, wo er ist. Und damit hätten wir das erste Siegel. Ja, wie? Ach, das zählt nicht. Das geht offenbar, der countet offenbar nach Tonnen und nicht nach Leuten. Also, das ist ja schon dreist. Eine Lampe mit Gitter. Da oben sind Krähen. Also vorsichtig. Vorsicht ist hier geboten. Hoch mit dir. Ziehen wir hier gleich rein. Oh, ein schöner Hintergrund. Da haben sich ein paar Graffiti-Künstler offenbar viel Mühe gegeben. Wunderbar. Das läuft ja bisher nicht so schlecht. Ich glaube, einmal wurden wir entdeckt.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von da könnten wir die Krähen holen, aber erst holen wir ihn hier drin. Und zwar da raus. Ja, dein Licht wird dir auch nichts bringen. Er war schnell bewaffnet, das muss man ihm lassen. Es hat halt nichts gebracht. Jetzt brechen wir ihm noch die Wirbelsäule. Ach. Ja, ich weiß, du möchtest auch in die Tonne, aber es geht halt nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit, ich hatte es vorhin schon angedeutet, mögen sich die Leute hier gegenseitig nicht sehr, denn das da stellt man bestimmt fest. Aber offenbar halten die sich gegenseitig oder gar schon selbst grundsätzlich für Abfall. Zack, zack, zack. Habe ich alle drei? Jetzt habe ich alle drei. Da rattert das durch. Wie das Messer durch die Butter. Als ob die Viecher keine Knochen hätten. Was haben wir hier? Upgrades. Oh, okay. Mehr Fähigkeiten zum geräuschlosen Töten. Ausrüstung und Upgrades können jetzt mit Ehre freigeschaltet werden. Hol dir mehr Ehre, indem du Level abschließt, Segel vervollständigst und Rollen findest. Weitere Upgrades. Ich kann nicht scrollen. Wo ist der Rest des Texts? Tja. Müssen wir wahrscheinlich erst frei kaufen durch Upgrades. Oh, okay, das ist ja eine ganze Menge. Also was haben wir? Techniken, Ablenkungsgegenstände und Angriffsgegenstände. Haben wir noch gar nichts. Was ist mit unserem Schwert? Ausrufezeichen habe ich da schon. 17 R habe ich. Nein, das ist freigeschaltet offenbar. Drücke links, während du an einem Haltepunkt hängst, um deinen Feind zu packen und ihn zu erwürgen. Da bin ich ja schon vorhin drauf eingegangen. 6 stolze Ehrepunkte kostet mich das. Kaiserlicher Abgrund, wie hieß das? Henkerslied. Henkerslied. Während du direkt unter einem Feind stehst oder hängst, drücke nach oben und dann links, um ihn sein vorzeitiges Grab zu ziehen. Okay, also einmal von oben, einmal von unten. Ja, das ist beides nicht schlecht. Aufsteigende Schlange. Halte nach oben und drück links, um einen Drehkick auszuführen, der deinen Feind in die Luft schleudert. Nee, das brauche ich nicht. Und hier Geräuschentwickler. Meine Güte, ist das ein Umbruch? Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit aller in der Nähe erregt. Ja, also ich glaube, ich bin hierfür und hierfür. Das habe ich jetzt schon mehrfach hinterfragt, ob ich das nutzen könnte. Sowas brauche ich eher weniger. Demnach kostet es auch nur 3 Ehrepunkte. Ach, und das ist schon im Besitz. Okay, also goldenfarbig ist im Besitz. Warum konnte ich es dann vorhin nicht verwenden? Ah, ich kann es verbessern, okay. Ja gut, ich kann es ja nicht mal verwenden. Also was will ich da verbessern? Ich würde wahrscheinlich die zwei hier nehmen. Ich bin ja auch jemand, der gerne sich die Punkte aufspart. Aber wenn es jetzt so viel freizuschalten gibt, wäre es durchaus möglich, dass man am Ende alles freischaltet. Das ist nur die Kategorisierung, okay. Dann nehmen wir doch einmal dies. Verbesserung bestätigen. Willst du? Ich will. Nicht so, wie sich das manch einer vorstellen mag, aber ja. 5 Punkte habe ich noch und das hier kann ich verbessern. Naja, bisher habe ich es nicht unbedingt gebraucht. Die Frage ist, kann ich jederzeit upgraden oder nur an bestimmten Punkten?
Und es wird halt angeboten, dann wird es vielleicht nützlich sein. Nahkampf versuche ich zu vermeiden. Oder kann ich das hier verbessern? Verbessern. Du besitzt diese Verbesserung bereits. Ach so. Ja gut, ich dachte, weil da verbessern steht. Es wird angeboten, ne? Ja, okay, dann machen wir es halt, ne? Ich meine, Ehre, wer braucht das schon? Bin ich fertig? Ich bin fertig mit den Nerven, erst recht. Und mittlerweile auch mit der, offenbar noch nicht, mit der nächsten Folge, gehen wir das hier noch gerade durch. Also was haben wir hier? Wir haben Stil, Ablenkungsgegenstände und Angriffsgegenstände gesperrt. Ist eine ganze Menge gesperrt. Okay, also was haben wir hier? Steht überall dasselbe? Führe drei Gewaltsiegelziele aus, um den Weg des Jägerstils freizuschalten. Oh, Jäger. Das ist natürlich cool. Geräuschentwickler. Ach, okay, ich habe nur das eine. Ja, das kennen wir schon. Das sind offenbar diese Gewaltsiegel. So, Pfad des Ninja. Die traditionelle Kleidung und Ausrüstung des Hisomuklas. Die habe ich schon, ne? Okay, ich hau's jetzt gerade nicht. Habe ich das jetzt gerade ausgewählt? Na gut, also das wären die anfangs besagten oder ich glaube in der letzten Folge erwähnten Kleidung sein, die man da freischalten kann. Dieser Gang schon erst freigeschaltet werden, damit du ihn benutzen kannst. Willst du wirklich den Ausrüstungsbildschirm verlassen? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ach, okay, jetzt rüste ich mich aus. Okay, ja, ist klar, ne? Vorhin die Technik hier erlernt. Jetzt rüste ich mich damit aus. Jetzt kann ich es auch verwenden. Ja, ich bin fertig. So, jetzt sind wir fertig mit der Folge. Ein bisschen Überzug. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es wird jetzt mittlerweile doch interessanter. Hier kommen ein paar, ich sage mal, als Laie, RGB-Elemente. RPG-Elemente, RGB, meine Güte. RPG-Elemente hinzu. Und schauen wir mal, was dann noch kommt. Das Spiel scheint doch größer zu sein, als ich eingangs annahm. Ich dachte, das geht nicht so lange. Nun gut, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei der nächsten Folge, wenn es heißt, Game Inc. durchgenudelt. Mark of the Ninja.